Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wisst, möchte ich nicht einen auf heile Welt hier machen. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich euch 5 Dinge erzähle, die mich an meiner Prothese wirklich nerven. Das ist übrigens der Grund, warum ich so lange keine Videos gemacht habe. Ich bin immer müde. Nummer 1 ist eine Situation, die zum Glück relativ selten vorkommt, nämlich Druckstellen. Ich habe Gott sei Dank echt selten Druckstellen inzwischen, aber es kann eben immer wieder mal vorkommen. Und daher reicht es schon, wenn man die Prothese mal eben schnell anzieht und sie dann einfach doof sitzt und zack, läuft in 10 Minuten, hat man eben so eine doofe Stelle, die einem dann eben wehtut. Das behindert einen natürlich und nervt und tut weh und vor allem nervt es, wenn man am Anfang nie weiß, hat man die Prothese jetzt oben angezogen, passt die Prothese einfach nicht mehr. Aber da muss man einfach so ein bisschen das richtige Gefühl für finden. Und wenn man dann festgestellt hat, dass man eben eine neue Prothese braucht, dann wartet man gefühlt noch ewig lange, bis man die neue Prothese endlich an seinem Bein stumpf oder was auch immer hat. Denn ihr müsst erstmal einen Termin bei eurem Sanitätshaus machen. Dann muss ein Gipsabdruck gemacht werden. Dann wird die Prothese hergestellt. Und dann seid ihr noch ungefähr 3 Milliarden Mal da, weil irgendwas geändert werden muss. Und in meinem Fall fahre ich halt knapp eine Stunde. Und manchmal fahre ich dann eine Stunde hin, sitzt dann nach 2 Stunden, damit am Ende so ein ganz kleines bisschen von meiner Prothese umgeändert wird. Ja, und das nervt halt auch. Ihr kennt das sicherlich alle, die Kontrollen am Flughafen, wo ihr testet wird, dass ihr kein Metall bei euch trägt, aus Sicherheitsmaßnahmen etc. Normale Menschen, also normal, gehen da einfach durch. Und manchmal piepen sie vielleicht, weil sie irgendwie noch ein Piercing haben, was ich vergessen habe rauszunehmen oder so. Aber ich und andere Prothesenträger piepe immer. Halt, weil im Metall und so. Und der Aufwand dabei ist einfach ziemlich nervig. Zumindest an manchen Flughäfen. Denn es gibt Flughäfen, da erzähle ich das den Leuten und die sagen, okay, alles klar, geh halt einfach woanders lang. Oder lass die piepen oder sonst was. Es gibt aber auch Flughäfen, wo man dann erstmal in einen separaten Bereich geführt wird, dann abgetastet wird und eventuell nachweisen muss, dass man Prothesen hat oder dass man Prothesen braucht, denn das sieht man ja. Weil man eben vorher nie wirklich weiß, wie es am Flughafen ablaufen wird und wie die Sicherheitsmenschen da drauf sind, finde ich das persönlich ziemlich nervig. Ich finde es aber sehr wichtig, dass man auch trotz Prothesen vernünftig kontrolliert und dann nicht einfach durchgeschickt wird. Denn das habe ich auch schon einige Male erlebt, aber das wäre vielleicht nochmal ein Thema für ein extra Video. Punkt Nummer 4 ist, ich glaube, doch, es ist, glaube ich, der nervigste Punkt von allen. Obwohl es wirklich nur eine Kleinigkeit ist und das sind natürlich alles Sachen, Meckern auf ganz hohem Niveau. Aber ich finde es super nervig, mich morgens anzuziehen. Also, mein Traum ist es wirklich, dass ich morgens aufstehe, also duschen gehe und dann ziehe ich mir einfach eine Hose an und ein T-Shirt und dann geht es los. Wie cool muss das bitte sein, dass man sich einfach mal eben schnell anziehen kann. Aber ich muss halt immer erst diese Prothesen anziehen. Und das dauert jetzt auch nicht super lang, aber es ist irgendwie nervig. Denn wie schon erwähnt, die sollen ja auch vernünftig sitzen. Und last but not least finde ich es noch relativ nervig, dass ich im Sommer Socken tragen muss. Denn ohne Socken würde erstens die Prothese super doll an meinem Bein kleben. Außerdem kennt meine Haut dieses Gefühl einfach nicht, also von dem Material. Und wenn ich dann schwitze und den ganzen Tag damit rumlaufen würde, würde meine Haut das, glaube ich, nicht ganz so gut vertragen. Und deshalb trage ich eben meine Prothese, diese Socke, die zwar noch ziemlich dünn ist, aber es ist eben Stoff und
im Sommer will man ja irgendwie noch so wenig Stoff wie möglich an sich haben. Und diesen Kniestrumpf bei der Ohrtiere. Und der ist tatsächlich auch relativ dick. Also in dem Teil schwitzt man schon ganz gut. Ich habe auch schon andere Varianten an Socken ausprobiert. Ich konnte allerdings mit keinem so gut laufen wie mit diesen Dingern hier. Und wenn das vernünftige Laufen ist mir dann irgendwie noch wichtiger als das nicht schwitzen. Das war's euch schon. Das waren also 5 Gründe, die mich an meinen Prothesen manchmal wirklich ziemlich nerven. Ich möchte aber nochmal erwähnen, dass es wirklich meckern auf hohem Niveau ist. Keine Sorge, ich finde mein Leben mit Prothesen trotzdem immer noch ziemlich schön. Und nein, ich würde immer noch nicht tauschen wollen. Ja, aber ich wollte euch eben auch meinen Einblick in die nicht ganz so schönen Seiten zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Lasst gerne auch ein Like auf meiner Facebook-Seite da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss!